Devandevo Paradanda. Bhakta Vrinda Samandutam Sri Chaitanya Prabhu. Nityananda Sahuritam. Nandanandanandandi. Radhika Charnadvayam. Gopijana Samayuktam. Vrindavana Manoharam. Jam pravrajanta manupeta peta kritam dhaipaya no viraka tarajuhava putreti tanmaya tayatara vobinedo stam sarva bhuta ridayam munimana tusmi svanu bhavam kilushati saramekam adhyatma deepam matititir satam tamo andam samsarinam karunaya purana guyam Vyasa Sumpayami Guru Muninam Padoya Deo Pratamo Dvitiyo Tritiya Tuyo Katito Yaduru Nabhistata Panchamaya Vashashto Gunjantaram Toryugalam Tatanyo Kantastura Jam Navamo Yadiyo Mukara Vindam Dashamam Papulam Lalata Ikadasha Yaschalalati Patam Shiropiya Dvadasha Iopati Tamari Devam Karnani Danam Tamalavanam Suitavataram Aparasansara Samudra Setam Pajamahe Bhagavata Swarupam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadada Shiva Sadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo Ram Ram Hari Hari. Meine Sashtadanda Pranam zum Lotusfüßen von meinem Gurudev. Nitya Lila Pravishtava Mishnu Pada Stotri Shata Shishimat Bhakti Vaivav Puri Gosai Maharaj. Beten seine grundlose Barmherzigkeit. Meine Sashtadanda Pranam zu allen unseren Rupen und Guru Vargas. Beten ihre grundlose Barmherzigkeit. Meine Sashtadanga Pranam zum Lotusfüßen von Srila Bhakti Vichara Vishnu Gosai Maharaj Bhakti Sadhaka Muni Maharaj und zu allen Vaishnavas und Vaishnavis. Bete um die grundlose Barmherzigkeit von allen. Es gibt sonst nichts in dieser Welt, alles ist Barmherzigkeit. Man muss nur die Augen aufmachen. Das ist alles Krishnas Barmherzigkeit. Eigentlich die ganze Barmherzigkeit, die man hier kriegt, ist, um drauf zu kommen, dass das nicht ist, was es ist. Das ganze Theater, das hier abläuft vor uns, ist dazu da, dass man erkennt, dass das ein Theater ist. Yes. Und solange man es eben nicht erkennt, rennt man halt mit dem Ganzen. Hier. Chitraketu Maharaj, haben das vorher gelesen, nice Geschichte. Chitraketu Maharaj war. Läuft so auch. Chitraketu Maharaj war großer König. Hat alles gehabt, außer Kinder. Keine seiner Frauen konnte ihm ein Kind geben. Er hat eine Menge Frauen gehabt, Millionen. Aber niemand konnte ihm ein Kind geben. So, er war nicht happy. Er war einfach nicht happy. Und Narad Muni kam zu ihm. Oder Angira Muni kam zu ihm. Und wollte ihm helfen. Ne? Aber es ging nicht. Weil er wollte einfach nur einen Sohn haben. Nichts in dieser Welt macht dich glücklich oder unglücklich. Ne? Das ist alles, wir haben ja nichts damit zu tun, aber das verstehst du in dem Moment einfach nicht. Wenn du unbedingt was haben willst, dann glaubt man, das macht mich happy, egal was es ist. Wurscht was. Wenn man das haben will und man kriegt es nicht, ist man unglücklich. Ne? Das ist ja das wirkliche Problem in dieser Welt. Wenn man was haben möchte, aber nicht hat, das ist das Leid in der Welt. Oder man hat etwas, was man nicht haben möchte. Man möchte es loswerden. Das ist das Leid. So, Angiras Muni konnte ihm nichts sagen.
Er wollte ihm eigentlich gleich sagen, vergiss es alles mal. Das hat nichts damit zu tun, aber das geht nicht einmal da rein und da raus. Das prallt schon da außen ab. Es kommt nicht. Diese Botschaft kommt nicht so. Okay. Er wollte unbedingt einen Sohn haben und er hat den Muni gebeten, dass er kann doch mit seiner mystischen Kraft alles machen. Und er hat gesagt, okay. Er hat eine Frucht manifestiert und hat ihm die gegeben und hat gesagt, gib dir deiner Königin. Du kriegst einen Sohn und dann war er schon so happy, der die Quelle deiner Freude sein wird. Und den zweiten Teil, das hat er nicht mehr verstanden, das hat er nicht mehr gehört, aber das wird auch die Quelle von deinem Leid sein. Das war schon überhört, da war schon so viel Enthusiasmus drinnen, dass endlich der Saudi hat gesagt, er kriegt ein Kind, so er wird, hat sich schon so gefreut. Dann hat er das seiner Königin, einer von den Königinnen gegeben und die ist tatsächlich schwanger geworden und der König war so happy. Das ganze Königreich war happy, es gibt so Prinzen. Und dann kam das Kind zur Welt und dann war ein Riesenfestival und alle waren happy und der König war außer sich vor Freude. Und er war so zufrieden mit der Königin und so, dass er halt die anderen Königin ein bisschen vernachlässigt hat. Die anderen 9.999.999 Königinnen, die hat er leider ein bisschen vernachlässigt. Und die haben sich dann ein bisschen, sie waren dann halt ein bisschen sauer und haben gewusst, was ist der Grund, warum der König uns nicht mehr mag und nur noch die eine mag? Das Kind. So, weg damit. Die Welt ist brutal. Also wenn jemand was haben will, dann ist man bereit, alles zu machen. So, die Königin haben gedacht, besser wir vergiften das Kind. Das ist, wir haben kein Leben mehr. Ne? Ist alles nur mehr die eine, da die Mutter. Aber wir sind plötzlich existieren nicht mehr. So, die haben das Kind vergiftet. Der König kam, Chitraketu Maharaj kam, eines Morgens und möchte seinen Sohn aufwecken, aber der liegt, aber wacht nicht mehr auf. Und dann hat er verwirklicht, dass er nicht mehr da ist und war völlig fertig. Noch unglücklicher als vorher, also keinen Sohn hatte, viel tausendmal unglücklicher. Konnte nicht mehr gehen, er konnte erzählen, keine Kraft mehr in den Beinen gehabt, der hat nicht gewusst, was er machen soll. In dem Moment kam Angiras Muni nochmal und Narad Muni. Jetzt war weich geklopft von dieser Maya. Sonst, wenn das Herz nicht ein bisschen weich wird, hilft es nichts. So, diese Maya, all dieses Leid, das man hier erfährt, das ist super. Das ist, erstens, das läutert das Herz, das macht einen ein bisschen demütig, macht einen ein bisschen offen für das spirituelle Leben. So, das ist alles okay. Beispielsweise was sind nicht unglücklich, wenn sie leiden. Kommt die Devi im Gegenteil, sie sagt, Bipada Santutashashvatatratratra Jagadguru. Gib mir eine Gefahr nach der anderen, gib mir. Bhavato Darshanam Yatsadapurna Bhava Darshanam. Dann sehe ich dich, mein Herr. Und diese Maya ist weg. Sonst sehe ich Maya Darshanam, Bhava Darshanam. Wir sehen diese materielle Welt immer noch. Ne? Aber diese materielle Welt, egal wie hübsch sie daherkommt, sie kann dich nicht glücklich machen. Da ist nichts da. Da ist kein Leben da, da ist keine Wirklichkeit da, da ist keine Ewigkeit da. Und die Freude ist auch nur eben zeitweilig, nicht wirklich, leblos. Ist alles da, aber das ist nicht das, wie es scheint. Ne? So, Kunti Devi betet, gib mir Gefahr. Lass mir diese Maya so richtig schier werden. Dann schaue ich nicht mehr hin. Ne? Dann schaue ich, wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich dich. Das ist, wenn man in dieser Welt, wenn es außen unangenehm wird, ne, dann ist es so leicht, nach innen zu gehen. Dann ist es so nice auch. Und dann ist man eigentlich so dankbar, dass diese äußeren Umstände so sind, dass die Menschen so sind, wie sie sind, oder wie sie waren, oder wie sie empfunden haben. Das sind ja nicht so. Aber dass das alles eben alles so arrangiert ist, dass es gerade unangenehm ist. Dann kann man nach innen gehen. Und innen ist der Platz, egal, unter welchen Umständen. Das ist immer Satchitananda. Das ist immer so. Das ist Krishnas Platz. Krishna im Herzen. Krishnas Platz ist da. Wo Krishna ist, keine Maya. Wo Rama ist, ist keine Karma. Ne? Wo Rama ist, ist keine materielle Lust. Wo Rama ist, wo Krishna ist, Maya ist weg. Und Krishna ist mit uns. Immer. Jeden Moment, auch jetzt. Auch schon vor 100 Jahren und seit unserer Geburt ist er mit uns, in dem Leben und vorher schon und immer. Und er wartet nur auf den Moment,
musst endlich einmal dich umdrehst und auf ihn schaust. Wir schauen immer nach raus, nach außen hin. Ne? Er wartet nur auf den Moment. Und dann in dem Moment, wo man das machen darf, das ist die Barmherzigkeit von Guru und Vaishnavas, dass man merkt, hey, das ist es alles nicht. Ich meine, wir haben es alle. Alle, die da irgendwie zum spirituellen Pfad kamen, haben es schon gespürt von Kindheit, die meisten. Das ist es nicht. Das kann es nicht sein. Irgendwo weiß man, da, ich gehöre da nicht her. Das ist nicht, man weiß es irgendwo, man weiß nicht, wo man hingehört. Das ist, spürt fast jeder, dass er nicht in diese Welt gehört. Aber sie wissen nicht, wo sie wirklich hingehören. Und deswegen dann kam Angiras Muni und Mara und haben ihm unterwiesen. Okay, ist alles Maya. Wirklich, wenn du brauchst, ist der Herr. Du brauchst die Verbindung mit deinem Herrn. War König, frommer König, war keine gewöhnliche Seele. Er hat es gewusst, aber er war so geblendet von dem materiellen Wunsch. Und dann war er dankbar und sie haben ihm Shankarshana Mantra gegeben. Er sagt, chant dieses Mantra. Und er hat es gemacht und hat einen Darshan bekommen von Shankarshan, vom Herrn. Und Angiras Muni hat, und Narad Muni, die haben das Kind gefragt, was ist los? Das Kind ist tot gelegen. Warum bist du weggegangen? Ne? Und dann hat das Kind begonnen zu sprechen. Dann haben alle zugehört. Und das Kind selber hat gesagt, mein Karma war vorüber, bin einfach weitergegangen. Das ist einfach, das Karma ist einfach so. Mal ist man da zusammen. Ich habe gemacht. So, das Kind hat gesprochen. Es war schon tot. Nochmal wieder, dann hört natürlich jeder zu und der König hat auch zugehört. Und das Kind hat gesagt, wer ist Vater, wer ist Sohn? Das ist alles nur für kurze Zeit. Aber dann ist es wieder weg. So, das Kind hat den König erleuchtet. Das Kind selber hat den König davon befreit, sein Glück abhängig zu machen von ihm. Und dann hat er es verstanden. Ja, es ist einfach so. Es ist von niemandem abhängig. Ne? Es ist von uns selber. Und dann war er bereit. Dann hat er das Mantra bekommen, dann hat er die Zeit gehabt, dann hat er das Bewusstsein dafür gehabt und hat das Mantra gechantet. Dann ist man bereit fürs spätere Leben, dann kann man was machen. Und man versteht, diese Welt ist es nicht. Beziehungsweise in dieser Welt wirst du nicht finden, das, was du suchst. Sie verstehen ja Deutsch, ne? Ja. Ja. Und ihr Sohn auch. Schatzi, oder? Ja, sehr gerne. Haben Sie schon mal Bhagavatam gelesen? Ich habe beim YouTube gehört. Okay, das ist... Heutzutage liest niemand mehr Bücher. Ja, ich habe diese Arbeit, Streicharbeiten, und dann habe ich immer beim Design. So ist gut. Chitraketu Maharajas Geschichte. Okay. So, dann war er bereit. Der tote Sohn ist wieder auferstanden vom kurz mal hat die Botschaft gegeben, sagt, mein Karma ist vorbei, ich gehe wieder. Ich muss jetzt woanders hin, das ist einfach so, die Zeit bringt uns zusammen, die Zeit drängt uns wieder. Es passiert einfach alles. Dann Chitraketu hat es verstanden und war bereit. Und dann ist er durch die Welt gereist. Befreite Seele, keine Wünsche mehr gehabt. Und dann kam er eben an eine Versammlung, wo Lord Shiva mit Parvati gesessen ist und viele Sadhus, Rishis, Munis, Brahmacharis sind hier gesessen. Und Lord Shiva hat seine Frau umarmt, Parvati Devi, und sie ist auf seinen Schoß gesessen, in dieser Versammlung von all den Sadhus. Und Chitraketu Maharaj kam vorbei da und hat, Lord Shivas Name ist Shankara. Shankaras Ishtadev ist Shankarshan. Chitraketus Ishtadev ist auch Shankarshan, so sie sind verbunden, die sind Freunde, Gottbrüder sozusagen, Brüder in ihrer Verehrung. Und Chitraketu Maharaj hat gedacht, oh, wie erstaunlich ist Lord Shiva. Ne?
es so erhaben, er ist so jenseits von allem, aber er sitzt mit seiner Frau dort. Aber es ist, ihm macht es nichts. Ne? Aber man soll es trotzdem nicht machen, vor den anderen. Was gibt es für Beispiele? Und dann gibt es Leute wie Daksha Prajapati, die können ihn dann verfluchen oder kritisieren und die kriegen dann das Ergebnis davon. So Chitraketu Maharaj hat Lord Shiva ihn nicht kritisiert. Er hat nicht gesagt, was machst du da? Ne? Du bist so eine großartige Persönlichkeit, du hast so viel Bratas und so viel Gelübde eben abgelegt, du hast so viel Power und das sollte man nicht machen. Ne? Keiner hat was gesagt. Lord Shiva hat nur gelächelt. Lord Shiva hat gelächelt, warum? Er hat gedacht, ich habe eine Frau, Parvati Devi. Und du kritisierst mich, du hast 10 Millionen Frauen. So, Lord Shiva hat nur gelächelt, nichts gesagt. Ne? Er kritisiert mich, ne? Weil ich mit meiner einen Frau hier sitze. Aber du reist mit 10 Millionen Frauen durchs Universum. So, Lord Shiva hat nichts gesagt. Und auch all die Sadhus, die da gesessen sind und die Rishis, niemand hat was getan. Shiva war happy, war einfach zufrieden und hat es so. War für ihn kein Problem. Aber Parvati Devi. Parvati Devi hat gesagt, was ist los? Haben wir alle, sind wir alle dumm geworden? Wissen wir nicht mehr, was Dharma ist? Hier, niemand von all diesen versammelten, großartigen Persönlichkeiten, keiner weiß, was richtig ist, aber hier kommt der wahre König und der jetzt sagt, was richtig und falsch ist. Ne? Und hat ihm gesagt, du bist nicht fit mit dieser Haltung, den meinen Ehemann zu kritisieren, der das Glück, allen Glücks in dieser Welt ist, Lord Shiva, Mangalam. Du kritisierst ihn, du hast kein Recht hier, du sollst nicht, was machst du mit Vishnu? Du hast kein Recht, dorthin zu gehen. Besser, du nimmst das Dämongeburt. Hat ihn verflucht, sollst das Dämongeburt nehmen. Und Chitraketu Maharaj hat den Fluch gehört, ne? So eine nice Geschichte. Ja, Parvati Devi hat gesagt, aber Parvati Devi hat es auch sehr nett gesagt. Mit Liebe auch. Sie hat verstanden, das ist nicht, sie hat verstanden, er ist ein Vaishnava. So, weil er hat den Darshan bekommen vom höchsten Herrn, Chitraketu ist keine gewöhnliche Seele. Aber wie kann er so stolz sein, ne? Es ist nicht gut, kein gutes Beispiel für die anderen. So deswegen hat sie gedacht, no, du, naya marati vaikunta pada mula upasarpanam sambhavita matistabdha sadubi paripasita. Du verdienst es nicht, dem höchsten Herrn nahe zu kommen. Den Lotusfüßen des höchsten Herrn nahe zu kommen, der von allen Höchsten, von allen Sadhus verehrt wird. Weil du denkst, Sambhavita Mati Stabdha. Du denkst, du bist besser als die anderen. Das ist ein Riesenhindernis, ne? Ein Riesenhindernis. Zu denken, ich bin besser als die anderen. Ich mache mehr Bhajan als die anderen. Ich weiß mehr als die anderen. Ich weiß was, ich habe mehr Entsagung, mehr dieses. Bin schon länger dabei als jemand anders. Mann, ich weiß genau, was Krishna möchte. Ich weiß, was mein Guru sagt. Ich mache das. Wenn man so denkt, ist man völlig in der materiellen Welt. Komplett. Ne? Vinod Baba, große Seele, hat eben das auch schön gesagt. Wie weiß man, dass man Fortschritt macht im späteren Leben? Fantastisch. Wie weiß man, dass man Fortschritt macht? Drei Symptome. Das erste ist, man sieht alle anderen als besser als sich selber. Wir schimpfen immer, ne? Über die Materialisten und die. Aber das ist ein Zeichen davon, dass wir nichts verstanden haben. Oder über diese Gruppe und über jene Gruppe und die machen das so. Und wir sind immer die, die besser sind. Wir sind immer die, die wissen, was richtig ist. Ne? Solange man so denkt, Sambhavita Matistabdha, Parvati kommt und sagt, du bleibst hier, du kannst noch eine Runde drehen hier in diesem Samsara. So wichtig zu verstehen, dass alle anderen besser sind als ich selber. Das ist wahnsinnig schwierig, das kann ich jetzt da sagen, aber im Zimmer muss ich es auch noch denken. Und morgen in der Früh auch noch. Und jeden Moment, und wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, da
dann muss man das auch denken. Ich bin einfach das Letzte, der Allerletzte hier. Alle anderen, die haben mehr verstanden. Das ist ein Symptom, dass man Fortschritt macht. Und anders geht es auch nicht. Du kommst nicht nahe zu Krishna. Da ist ein riesen falsches Ego zwischen dir und Krishna. Das ist falsch. Das ist nicht, was wir sind. Und das trennt uns von Krishna. So, das ist wirkliche Arbeit. Drauf zu kommen, dass man wirklich einfach, dass alle anderen besser sind. Das ist Sadhu, Eigenschaft von Sadhu. Ne? Er sieht keine Fehler. Adosha, Darshi Prabhu, Patita Udhare, Ebaro Narutame Kore Udha. Narutam Thakur sagt, oh Adarshi, Adosha Adarshi, Prabhu, ne? Du bist jemand, der niemals die Fehler sieht von den anderen. Bitte, rette mich. Mahaprabhus Qualität ist genau dasselbe. Bhagavans Eigenschaften ist, er sieht die Fehler nicht von den Jivas. Von den gefallenen Jivas. Er sieht sie, er nimmt jeden. Das ist Bhagavans Eigenschaft. Wer sind wir? Dass wir die Fehler sehen von den anderen. Ne? Wir sind, machen uns da wichtiger als Krishna selber. Speziell Chaitanya Mahaprabhu kam mit dieser Haltung. Miteinander Prabhu noch mehr. Die haben die gerettet, die sündhaft sind, die völlig in Tamaguna geboren sind und da aufgewachsen sind, die sind für die gekommen. Und denen ist es egal. Deswegen Rupa Goswami in einem seiner Gebete sagt, oh, Chaitanya Mahaprabhu ist erschienen, um die Sündhaften zu befreien, um die zu befreien, die in sündhaften Geburten genommen haben. Deswegen nehme ich Zuflucht bei Chaitanya Mahaprabhu. Jetzt bin ich happy. Mit Freude nehme ich Zuflucht bei Chaitanya Mahaprabhu, weil ich weiß, der befreit die Sündhaften. Das ist Bhagavans Sichtweise. Er selber sieht es nicht. Aber wir? Der macht das, die macht das, die machen das nicht. Wir sind so. Deswegen, wir kommen nicht zu Bhagavan, weil unsere Natur völlig verschieden ist. Er selber kennt das nicht. Krishna sagt in der Gita, Samaham Sarvabhutesh, ich sehe alle gleich. Ich habe kein Problem mit irgendjemandem. Ne? So, dorthin, wenn wir mit Krishna die Gemeinschaft haben wollen, auch mit Krishnas Devotees die Gemeinschaft haben wollen, wir müssen auch dorthin kommen. Gemeinschaft heißt ja nicht nebeneinander sitzen. Gemeinschaft heißt im Herzen die Gemeinschaft haben mit den Sadhus. Und Sadhus Eigenschaft ist einfach das. Sieht nicht die Fehler von den anderen. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und Parvati sieht es hier. Also Parvati sagt, Chitraketu hat es eigentlich nicht gesprochen, weil ihn das gestört hat. Er wollte eigentlich Lord Shiva davor bewahren, dass nie irgendjemand wieder so heavy kritisiert wie vor Daksha Prajapati. Es war mehr seine Absicht. Aber Parvati hat verstanden, nur du siehst die Fehler, du hast nichts verloren bei Vishnu. Na ayam, dieser hier hat kein Recht. Arhati Vaikuntha Padamula Upasalpanam, der hat hier kein Recht, die Lotusfüße des Herrn zu feiern, Zuflucht zu nehmen bei den Lotusfüßen des Herrn. Wie denn auch? Der passt einfach nicht rein. Sambhavita Mati, der hält sich für was Besseres. Für was Besseres nicht als irgendwer. Für was Besseres als Lord Shiva. Für was Besseres als Guru, Jagat Guru. Für was Besseres als Vaishnavas. So, der von allen verehrt wird. Den höchsten Herrn, der hat keinen Platz hier. Das ist einfach nicht heilige. Das Bewusstsein. Ne? So, du passt besser in einen Dämonenkörper. So ist das Dämon geboren. Ja. Parvati sagt, Atta, Baba isam jonim asurim jahi durmate. Oh, durmate, Dummkopf. Durmate, deine Intelligenz ist zerstört. Deswegen geh in einen dämonischen Körper rein. Da bist du besser aufgehoben. Yata iha bhuyo mahatan. Und du kannst dann, damit du nicht noch einmal ein Nakata noch mal wieder zu vergehen machst. Aber dann sagt sie Putra, mein Sohn. Es ist Parvati, sie ist die Mutter von allen. Was ich verstehe, diese Vaishnava, um ihm zu helfen. Parvati ist auch keine gewöhnliche Person. Es ist Parma Vaishnavi, Lord Shiva ist der höchste Vaishnava. Sie sagt, oh mein Sohn, du solltest das nicht noch mal machen. So wie wenn der Sohn schlimm ist, zumindest kriegt er vielleicht auch mal eine Amane. Das macht man nicht, oder? Da
damit du es nicht wieder machst. Mama weiß das. Der Sohn denkt, ey, das ist manchmal ein bisschen heftig, aber... Es ist so gemein. Mama, du warst so gemein. Aber die Mama macht das nicht, weil sie dich nicht mag, sondern weil sie dich mag. Das ist der Punkt. Weil du das, weil, wenn wir Dinge falsch machen im Leben, das ist der Punkt. Wir müssen leiden. Wenn wir Sünden begehen, wenn wir was falsch machen, wir kriegen schlechte Reaktionen, dann leiden wir halt. So, um ihn vor dem zu bewahren, nicht nochmal das zu machen, Parvati sagt, nimm Geburt als Dämon. Aber das ist natürlich auch eine Segnung. Und Chitraketu Maharaj, er hat es gehört. Er hat diesen Fluch einfach gehört, wie es ist, du sollst Geburt nehmen in einer dämonischen Form, Lebensform. Und Parvati ist nicht irgendjemand, was Parvati so ist, die Herrin von der ganzen materiellen Energie. Unheimlich powerful. Ne? So, was sie sagt, ist Gesetz. Das passiert. Und Chitraketu weiß es. Und er hat diesen Fluch gehört, happy, voller Zufriedenheit, ist er runtergekommen von seinem fliegenden Schiff da und hat Pranam gegeben zu Parvati. Völlig happy. Und hat Parvati erfreut mit seiner nice Atmung. Er wollte Parvati Freude machen. Er ist gerade verflucht worden, von ihr als Dämongeburt zu nehmen. Ich meine, stell dir das mal vor. Dir passiert das. Wie denkst du da? Wie könnte man zurück? Wir wollen Rache und Revanche, ne? Aber Chitraketu war happy und so, danke Mutter. Ne? Hat sich bedankt. Und er hat gesagt, ich nehme Pratigrinami Te Shapam, ich nehme deinen Shapa, deinen Fluch an. Atmano Anjali Ambike. Mit gefalteten Händen, ich nehme den Fluch an. Chitraketu mal dazu. Weil Devaimatyayat proktam purvadishtam hitasayat. Jeder kriegt, was er verdient. Das ist alles schon, was im Leben passiert, das passiert sowieso. Ob dich jetzt jemand verflucht oder nicht, es passiert ohnehin. So Chitraketu, man muss das Bewusstsein von ihm verstehen. Er ist ein Bhakta, also Vaishnava. Er hat einen Darshan von Bhagavan gehabt. Er hat die Segnungen von seinem Guru gehabt, er ist ein großer König, eine fromme Person, er ist kein, nicht irgendjemand. Und er hat verstanden, jetzt, ich nehme den Fluch, mit gefalteten Händen nehme ich den an, danke. Weil es passiert so, es passiert alles, wie es passieren soll. Alles hier. Alles, Devair Matya, für die Sterblichen, für die Menschen in dieser Welt, alles ist alles Schicksal. So, Purvadishtam, was man zuvor getan hat, das kommt jetzt. Man kann es nicht ändern, da braucht man niemanden beschuldigen. Es ist nicht der Fluch, der mir das Problem macht. Ich selber habe mir das so gemacht. Was immer mir im Leben passiert, ist einfach so, steht mir einfach zu. So, deswegen war er völlig ruhig, war völlig peaceful. Und er hat eben gesagt, jeder ist in diesem Samsara-Chakra, in diesem Kreislauf vom Samsara. Man ist drinnen in diesem materiellen Leben und da passiert ja Jantur Agyana Mohita, das Lebewesen in Unwissenheit, verwirrt, kriegt Glück und Leid und jeder genießt das, was er verdient. So, warum kann man da mit jemand anders zornig sein? Überhaupt nicht. Er war völlig happy damit. Völlig ruhig. Er ist gerade verflucht worden, als Dämongeburt zu nehmen. Ich meine, aber es hat ihn nicht berührt, er hat es einfach akzeptiert. Wir sind schon, wir werden zornig, wenn wir 5 Euro verlieren. Und wenn uns jemand betrügt wegen ein paar Rupis, dann fängt man mit einem Rikscha-Wahler zum Streiten an. Ne? Und ist dann so, man hat gerade 30 Cent oder was verloren, oder was, ne? Und dann ist man zornig. Aber er hat gerade ein ganzes Leben aufgebürdet bekommen. Ne? Dämonische Geburt, nochmal Mutterleib rein, nochmal diese ganzen Geschichten. Und weiß ich was, man ist aus dem Feuer dann entstanden. Andere Geschichte, aber. Aber er sagt eben, Nevatmana Parascapi, Kartasyat Sukadukaya. Glück und Leid kommt nicht von mir, kommt nicht von anderen. Nevatmana, nicht selber, nicht der Atma, Naparas, nicht selber, nicht andere. Kartasyat Sukadukaya, die sind die, die Glück und Leid einfach schaffen. So alles.
nur wenn man eben in diesen, in dieser Maya drinnen ist, denkt man, man macht das selber, andere, ne? Das ist alles diese Maya. Um da drauf zu kommen, das ist die große Segen, um da drauf zu kommen. Das ist alles, haben wir mal nichts damit zu tun. Aber wir steigern uns so rein, nicht ein Leben, nicht zwei Leben, hunderte, tausende, Millionen von Leben steigert man sich da rein und denkt, das ist es und das brauche ich jetzt, damit ich glücklich bin. Und dann kriegt man sich immer eh erst nicht glücklich und dann braucht man etwas anderes und dann stirbt man mit 100.000 Wünschen und dann nimmt man nochmal Geburt und das macht man so oft, bis man einfach zu dem Bewusstsein kommt. Das ist alles nur Unwissenheit. Dieses Denken, er oder sie sind schuld an meinem Leben. Das ist überhaupt nichts. Gar nichts. Hier, das haben wir vorher gelesen. Guna pravaha etasmin. Ka shapa kova. Ko nu anugraha, kasvarga naraka kova, kim sukam dukkam evava. Ist alles nur ein Fluss, diese Welt, aus Gunas, aus Eigenschaften, gut und schlecht, aus Sattva, Rajas, Tamas. Ist alles nur ein Fluss, wechselt sich ständig ab, Tugend, Leidenschaft, Unwissenheit. Das ist ein Fluss und da ist man drinnen. So, was ist Fluch? Kashapa, ka anugraha, was ist Segnung? Was ist Fluch, was ist Segnung? Was ist Svarga, was ist Himmel? Kanaraka, was ist die Hölle? Was ist Glück, was ist Leid? Was ist es? Das ist alles Maya. Alles Illusion. Ne? Verrückt, oder? Verrückt ist das. Alles Illusion. Alles. Das ist, wir denken halt nur so. Und wer hat es geschaffen? Der Herr hat es geschaffen. Krishna sagt in der Gita, Daivyesha Gunamai, Mama Maya Durate. Das ist meine göttliche Maya, die ist voller guter Eigenschaften und die kann niemand überwinden. Krishna ist Maya, so er hat es erschaffen. Eka Srijatipun Bhutani, Bhagavan Atma Maya. Bhagavan hat es erschaffen durch seine eigene Maya. Das ist ganz der daher. Aber er selber hat nichts damit zu tun. Ne? So, wenn man rauskommen will, dann muss man sich mit dem verbinden, der auch jenseits ist von diesem Maya. Dann kommen wir dahin. Sonst werden wir hier gebunden. Hier Bandham, Chamoksham. Entweder man ist gebunden oder man ist frei, aber es ist alles Maya. Wunderbar. So, Chitraketu hier spricht so nice Gebete. Ne? Und er spricht einfach über den Herrn. Der Herr hat das alles erschaffen und er ist für alle gleich. Er ist jedermanns Freund, er ist für alle gleich. Er kennt nicht Freund und Feind. Er liebt alle. Ne? Weil er hat es so verstanden, er hat ihn ja getroffen, den Herrn. Chitraketu weiß ja, wer der Herr ist. So, ja, das ist einfach seine Maya. Und das ist, ob man jetzt ein Dämon ist oder ein Mensch, oder ist alles dasselbe. Kein Unterschied. Und ist gegangen. So, es hat einige Verse noch gesprochen, ist eine lange, lange Geschichte. Jedenfalls Lord Shiva hat zugehört, Parvati Devi hat zugehört, all die Sadhus haben zugehört. Und Chitraketu hat sich verneigt und ist gegangen. Hat sein Schicksal einfach angenommen, mit einem Lächeln, zufrieden. Und ist gegangen. Und Lord Shiva hat dann gesagt, siehst du Devi? Was ist die Eigenschaft von den Vaishnavas? Was sind Vaishnavas? Narayanas parasarve nakutas chani bibhyati. Svarga apavarga narakesh apituliarta darshina. Narayanas bhaktas, die ihr Leben dem Herrn gegeben haben, für die ist alles gleich. Ob sie in den Himmel gehen, in die Hölle gehen oder befreit werden, für die ist alles gleich. Die haben von nichts Angst. Weil sie sind immer mein Herrn. Egal, ob im Himmel oder auf der Hölle, sind immer mein Herrn. So Devi hat auch, Parvati Devi hat auch gedacht, oh, das hätte sie, vielleicht hätte sie ihn nicht verfluchen sollen. Ne? Aber es ist alles der Plan. Und der wunderbare Plan bei der ganzen Geschichte ist ja der geworden, Chitraketu Maharaj ist im nächsten Leben ein Dämon geworden und das ist Britrasura. Und Britrasura ist erschienen, um Indra zu töten. Sein Vater, Dvashta Rishi, wollte Indra umbringen, weil Indra hat seinen Sohn Vishwarup getötet. Eine lange Geschichte, ne? Bhagavatam. Und Britrasura ist erschienen.
voll entbehrlich. Sein Körper war ein riesiger Dämon, aber sein Herz war ein reiner Bhakta, reiner Vaishnava. Und er hat einfach verstanden, das ist jetzt meine Rolle. Es ist ja auch ein Spaß, ne, Theater zu spielen. Und es macht erst noch mehr Spaß, den Bösewicht zu spielen im Theater. So, er hat es verstanden, das ist meine Rolle, jetzt okay. Wer ein richtiger Bösewicht ist, kriegt einen Oscar. Heutzutage. Und genauso in dieser Welt, das ist nur Rolle, die wir gerade spielen. Wir sind das nicht. Das ist jetzt gerade. Und er hat verstanden, das ist meine Rolle und hat es perfekt gespielt und hat alle herausgefordert. Und hat dann zum Schluss mit Indra gekämpft. Und hat Indra herausgefordert. Lange Geschichte, ich will jetzt nicht alles erzählen. Aber dann, keine Waffe hat funktioniert, er war so mächtig. Die konnten nicht einmal seine Haut ritzen mit irgendeiner Waffe, mit irgendeiner himmlischen Waffe. Nichts hat funktioniert. Dann sind sie zu Vishnu gegangen. Vishnu hat ihnen gesagt, sie sollen zu Dadichi Muni gehen, die Halbgötter. Und Dadichi Muni hat so viel Tapasya in seinem Leben ausgeführt, so viel Entsagung, dass sein Körper so hart ist, aus seinem Körper können sie eine Waffe machen, aus seinen Knochen. Dann sind sie zu Dadichi Muni gegangen und haben ihn gebeten, ob er ihnen nicht sein Rückgrat geben könnte. Der Dichi Muni sagt, ja, gebe ich euch, wenn ich tot bin. Aber die leben ja, was ich will, wenn es frisch ist. Und dann dieser, na, hat gesagt, ich habe nur einen Scherz gemacht, passt schon, ich gebe es euch. Hat den Körper aufgegeben, hat sein Rückgrat hergegeben. Dann hat Indra, die haben seine Waffe draus gemacht und haben sie nochmal Britrasura rausgefordert. Und Britrasura gesagt, ich habe schon alle besiegt, was seid ihr für? Ihr seid schon alle davongelaufen, ihr seid Feiglinge mit euch, ich möchte nicht kämpfen. Und dann hat er aber verstanden, er hat die Waffe jetzt. Da sagt er, oh, seh, was du für Waffe hast, okay, bring mich um, komm, mach's schnell. Ich will nicht mehr in deinem Körper sein, weil ich weiß, wenn du mich umbringst, ich gehe zu meinem Herrn, du kannst den Himmel haben, das interessiert mich nicht. Ich brauche das alles nicht. Komm, mach schnell. Und ein Indra hat gezögert, er hat nicht gewusst, warum der so selbstsicher ist. Und spricht wie ein Devote. Ich gehe zu meinem Herrn. Und dann eben, Britrasura hat begonnen zu beten. Das Bhagavatam ist ein schöner Teil vom Bhagavatam. Aham Hariyatava Padeka Mulada Sanudaso Bhavitasmi Bhuya Manos Maritasu Pategunangste Grenita Vakarma Karotukaya. O Herr, Aham Hari, O Hari, bevor er zu kämpfen begonnen hat, dann hat er noch schnell, hat er sich an seinen Herrn erinnert. Okay, er hat gewusst, jetzt ist es vorbei. Gehe ich zu dir und dann hat er gebetet. Aham Hare Tava Padeka Mula Dasanu Daso. Ich möchte der Diener sein von den Dienern der Diener deiner Lotusfüße. Lass mich das sein. Ich möchte ein Diener sein. Mach mich zu deinem Diener. Manosmara Dasu Patero Asu Patero, Herr von meinem Leben, O mein Prananand. Möge mein Geist an dich denken, möge meine Stimme über dich sprechen, möge mein Körper deinen Dienst machen. Das ist, was ich möchte für dich. Indra war erstaunt. Es kommt aus dem Mund von einem Dämon. Er betet so, mit Liebe zum Herrn gebetet. Und er hat gesagt, na naka prishtam, na chaparamishtam, na sarvabhaumam, na rasadipatyam, na yoga siddhirapunna bhavanva, samanjasattva virahaya kamshi. Ich möchte nicht die himmlischen Planeten haben, das interessiert mich nicht. Na naka prishtam. Indra, ich möchte deinen Posten nicht. Komm, bring mich um. Ich bin nicht interessiert an dem, was du hast. Ich kriege was viel Besseres. Manaka Prishtam. Nacha Parameshtam. Ich möchte nicht Brahmas Position haben. Ich möchte nicht der König von dieser Erde werden. Ich möchte auch nicht der König von den niederen Planeten werden. Ich möchte auch keine Yoga-Cities haben. Ich möchte sie alles nicht haben. Ich möchte auch nicht diese Wiedergeburt stoppen. Apunar Bhavan Va. Ich möchte auch von mir aus nochmal geboren werden. Aber eins möchte ich, Samanjasattva Virahayakamshi. Wenn ich von dir getrennt sein muss, dann möchte ich das alles nicht haben. Aber eigentlich, das ist, der Vers hat viele, viele Bedeutungen. Das ist einer, der so viel diskutiert. Hier, der sagt, Samanjasattva Virahayakamshi. Ich möchte einfach nur die Trennung von dir spüren. Das ist, wir können gar nicht vom Herrn getrennt sein. Niemand von uns. Nicht eine Sekunde. Krishna ist überall. Er ist in jedem Herzen, er ist in jedem Atom, er ist überall. Jeden, immer und überall. Du kannst nicht vom Herrn getrennt sein. Nichts. Auch die abgesonderte Energie, Krishna sagt, Bina Ashtada,
diese abgesonderte Energie ist von ihm nicht getrennt. Im Gita sagt er das, ne? Bhumirapo nalovayu kammana buddhirevacha. Ahankaratima bhinna prakriti ashtada. Diese Prakriti, diese materielle Energie ist abgesondert von mir, aber er ist trotzdem überall. Du kannst nicht von ihm getrennt sein, niemals. Ne? Das Problem ist, wir spüren es nicht. Wir spüren diese Trennung nicht, das ist uns egal. Aber er betet, jeder Hayakangshe, bitte lass mich diese Trennung spüren von dir. Das ist ein Reichtum. Sie nach Gott zu sehnen, ist der Reichtum. Weißt du noch was? Die wissen, Krishna ist überall. Aber sie wollen sich nach ihm sehnen. Das ist der Wort. Ich möchte nicht irgendeine Position in dieser Welt haben. Das möchte ich alles nicht. Das interessiert mich. Ich möchte nicht der König vom Himmel werden, der König vom Universum, der König der Erde, der König der Hölle. Das möchte ich alles nicht. Ich möchte keine Yoga-Cities haben. Ich möchte gar nichts haben. Ich möchte nur spüren, dass du mein Herr bist. Und dass ich dich brauche. Das möchte ich spüren. Samanjasattva. Samanjas, er gibt ihm einen schönen Namen. Du bist nämlich derjenige, Anjasa bedeutet jemand, der ehrlich ist, jemand, der straightforward ist, der einfach so ist, wie der Herr ist so. Herr ist einfach, wie er ist. Simple. Bhagavan ist simpler, als wir es uns vorstellen. Er ist einfach geradeaus. Aber Samanjasa, wenn du nicht genauso geradeaus bist wie der Herr, kommst du nicht zu ihm. Man muss genauso simpel werden, genauso ehrlich, genauso offen. Oh, und er betet, oh Samanjasa, oh Herr, du bist so offen, so ehrlich, so, ich möchte es auch. Dann kannst du die Trennung erst spüren vom Herrn. Ne? Wenn man nicht so ist, spürt man es gar nicht, dann verstrickt man sich in dieser Welt. Das hat er schon im letzten Leben verstanden, dass das alles Maya ist. Das hat er nicht mehr lernen müssen, das hat er schon als König gewusst, jetzt als Dämon weiß er es immer noch. Er wollte einfach nur, ich möchte diese Trennung spüren von dir, mein Herr. Ich möchte nichts anderes haben. Die Trennung vom Herrn, wenn du die Trennung spürst vom Herrn, dann wird der Herr real. Ne? Jetzt sind wir auch mit Krishna zusammen. Aber wo ist die Realität? Krishna ist in meinem Herzen. Krishna ist in mir als außerhalb von mir, ist überall. Kunti Devi sagt, Alaksha Sarvabhutanam Antavayava Vyavastita. Du bist unsichtbar für alle, aber du bist innen und außen von allen Lebewesen. Aber wenn du die Trennung spürst, dann erscheint der Herr. Dann wird er wirklich. So, das ist der Schatz, das ist der wirkliche Schatz von den Gaudiya Vaishnavas, generell von den Vaishnavas. Es ist den Herrn zu vermissen. Das ist der Reichtum. Sich zu sehnen nach ihm. Und dann, Beispiel, das funktioniert auch in dieser Welt. Wenn man mit jemandem, wenn jemand weit weg ist, dann kann man auch Kontakt haben mit ihm. Aber es ist intern alles, ist innerlich alles. Wenn man an jemanden denkt, den man gern hat, und der denkt auch an mich, dann ist man innerlich verbunden. Aber dann sieht man keine, man sieht nicht, wie er ausschaut, man sieht nicht, was er für einen Hut auf hat oder was er für Kleidung trägt oder wie. Das sieht man alles nicht. Das ist alles, diese ganzen äußeren Dinge sind weg. Die Gemeinschaft über die Entfernung ist nur innerlich. Man ist so verbunden, innerlich. Und wenn man sich dann trifft, dann geht das Innere verloren und das Äußere kommt. Dann sieht man, wie er ausschaut, was er macht, wie er, und das sieht man diese alten Dinge. So, das funktioniert mit Krishna genauso. Deswegen die Worte ist, pack, dass die wollen einfach diese Trennung spüren von hier. Dann sind sie happy, weil dann bist du so verbunden mit Krishna. Das bist gar nicht so, wenn sich das äußerlich alles manifestiert. Das Bild des Lebens ist im Inneren. Es findet alles im Inneren statt. Und um das betet Prithasura. Ich möchte das haben. Ich möchte diese Sehnsucht haben nach dir. Ich möchte es. Und wie? So wie die kleinen Vögel, die noch keine Flügel haben, nach der Mama schreien. So möchte ich es. Die warten einfach nur, bis die Mama kommt und irgendwas reinschmeißt in den kleinen Schnabel. Sonst haben die hungrig und haben Angst und alles. Die sind völlig abhängig von der Mama. Genauso möchte ich das. Ich möchte so
ich wünsche mir, dich so zu sehen, wie die Vögel einfach nur warten, die kleinen Vöglein, bis die Mama kommt. Die schauen einfach nur und die schreien nur, Cheep, Cheep. Wann kommt die Mama? Genauso möchte ich nach dir schreien. Oh, Bhagavan, oh Herr, oh Hari. Aber dann hat er gedacht, no, ist kein gutes Beispiel. Weil die machen nichts, die Vögel. Die warten nur, bis die Mama kommt. Die Mama muss alles machen. So, Bhagavan muss alles machen für uns. Wir warten nur, oh, Hari, 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 Hari. Und Bhagavan muss alles machen, nur, das ist nur das, was er möchte. Dann hat er gedacht, Stanyayata Vatsata Rakshudata. So wie die Kälber zur Mama laufen. Die Vögel, die kleinen Vögel können nicht laufen, die sitzen im Nest. Ne? Die warten, bis die Mama muss kommen. Da waren auch die Kälber, die laufen zur Mama. Wenn die Mama am Abend kommt, die Mutterkuh, dann die Kälber laufen einfach zum Euter von der Mama. Genauso. Stanyata Vatsata Rakshudata. So wie die Kälber, die leiden schon. Das ist ja die Bhaktas, die leiden, wenn sie Krishna nicht spüren. Das ist schmerzhaft. Ne? Aber genau diese Schmerzen möchte ich haben und mit denen möchte ich zu dir laufen. Oh ja. Dann hat er gedacht, nein, ist auch kein gutes Beispiel. Weil immer noch möchte man was von der Mama haben. Ne? Das Kalb läuft ja nur hin, damit sie Milch trinken kann. Ist auch kein gutes Beispiel. Genau, der sagt, Priyam Priyava Vyushitam Vishina Manora Vendakshate Drichate Tvam. So wie Priyam Priyaya, so wie die geliebte Frau auf ihren Mann wartet, wenn er mal weit weg ist, bis er endlich nach Hause kommt. Und Vishana, einfach die leidet darunter, die traurig ist und genauso möchte ich. Aber wenn der Mann kommt, was macht sie? Sie dient ihm. Das möchte ich auch machen, oh Herr. Ich leide, weil du nicht da bist, aber ich leide, weil ich dir dienen möchte. So Manora Vindaksha, mein Herz, O Ara Vindaksha, O Lotus Oil. So möchte ich dich wünschen zu sehen. So ist meine Begierde, dich zu sehen. Das sind berühmte Gebete von Vritrasura. Dort können wir hin. Das ist diese was uns fehlt in dieser Welt, ne? Diese Sehnsucht nach Bhagavan. Zufrieden zu sein mit der Maya, schade. Da versäumt man so viel, was man als Mensch machen kann. Wenn man mit dem zufrieden ist, was man hören, sehen, schmecken, riechen und angreifen kann, dann hat man genau das verpasst, worum es geht. Und das muss nach alle sehnen, weil es weiß jeder hier, egal wie gebildet oder ungebildet er sein mag, dass das nicht alles ist. Das weiß jeder im Herzen. Man kann sich nur so betäuben mit allen möglichen Dingen, dass man sich dessen nicht bewusst wird, aber es geht nicht komplett. Jeder weiß, da gibt es noch mehr. Das ist im Menschen drinnen. Jeder glaubt an das irgendwas, wie sie es nennen, ist eine andere Geschichte. Aber jeder sehnt sich danach. Und die Vaishnavas wissen das und die Vaishnavas wissen, wir brauchen diese Sehnsucht. Die beten um die Sehnsucht. Das ist wie Seva Abhilasha Mage Narottam Das. Narottam Thakur betet um den Wunsch. Seva Abhilasha Mage. Er betet um den Wunsch, Dienst zu machen. Wir beten nicht um den Dienst, wir beten um den Wunsch, dass er den Wunsch haben mag. Dir was zu tun, was für dich zu tun. Das. Und dann kann man in dieser Welt machen, was man will. All diese Maya, die hat dann keine Power mehr. Wenn Krishna kommt durch den Service ins Leben. Krishna in seiner wahrnehmbaren Form, als Realität, kommt durch indem man Dienst macht zu Krishna. Wie immer das ausschauen mag. Der einfachste Dienst, den man macht, ist Krishnas Namen zu singen. Er geht dann. Und so kommt Krishna ins Leben. Dann wird er wirklich. Und wenn er kommen möchte, dann kann er sich zu erkennen geben, wie immer er das möchte. Dann gibt er dem Bhaktas einfach nur die Augen, ihn zu sehen. Einfach nur das Verständnis, ihn zu sehen in allen Lebewesen. Überall. Dann sind sie happy. Die Gopis, selbst Krishna hat diese Botschaft auch den Gopis gegeben. Krishna hat gesagt, wir sind nie getrennt voneinander. So wie alle Elemente immer überall sind, so bin ich auch überall.
So wie alles, Erde, Wasser, Luft, Feuer, Äther, Geist, Intelligenz, falsches Ego, das ist überall, das ist universal. Krishna sagt, ich bin auch so. So, wir können gar nicht getrennt sein. Krishna ist immer mit uns. Aber nur diese Augen zu kriegen, dafür braucht man die Seele. Im Dienst zu Krishna. Das macht es. Sonst kann man in Krishna auch nicht sehen. Den Wunsch brauchen wir, was für Krishna zu tun. Und das kriegt man von den Vaishnavas. Von denjenigen, die was für Krishna machen. Die sich das auch wünschen. Und die sich nach Krishna sehnen. Und die bereit sind, wirklich alles zu machen. Das ist das zweite Symptom, wenn man Fortschritt macht. Das erste Symptom, falls ich noch immer kann, man sieht jeden anderen als besser als ich selber, als fortgeschrittener als ich. Das zweite Symptom ist, man macht alles, was notwendig ist, um zu Krishna zu kommen. Alles, was möglich ist. Man gibt alles für Krishna. Dann macht man wirklich Fortschritt. Man weiß, okay, ich möchte ihn jetzt haben. Es gibt nichts Besseres in dem Leben, was du erlangen kannst. Es gibt nichts. Du kannst mit nichts vergleichen aus dem Bhagavan. Mit wem willst du ihn vergleichen? Er ist alles, was existiert. Und als Mensch kannst du ihn erlangen. Du weißt gar nicht, was du für ein Glück hast, dass du einen menschlichen Körper hast. Die Kinder sind sich nicht bewusst, was sie für ein Glück haben. Es lehrt ja auch in der Schule niemand, wie selten es ist, so einen Körper zu bekommen. Das sagt ja niemand. Weißt du, wie wenige Menschen es gibt auf dem Planeten? Es sind ein paar Milliarden. Im Vergleich dazu, wie viele Grashalme gibt es? Oder Insekten? In einem Kubikmeter Erde sind mehr Lebewesen als Menschen auf dem ganzen Planeten. Und in jedem Lebewesen steckt eine spirituelle Seele, so wie wir. Aber wir haben einen menschlichen Körper bekommen, so wie so ein Glück. Man weiß es gar nicht. Es ist unglaubliches Glück. Das wird dir kein Lehrer sagen können, weil er es selber nicht weiß. In der Schule. Wenn du jetzt deine Volksschule machst und Gymnasium und studieren gehst und was immer du machst, kein einziger Lehrer, kein einziger Professor wird dir sagen, wie selten diese menschliche Geburt ist. Shastra sagt es. Manushyam Durlabham. Das ist so Durlabham. Das ist extrem selten. Extrem selten. Und wie kommt man auf diese Welt? Man kommt von den himmlischen Planeten, geht ins Getreide rein, wir Seelen. Ne? Und irgendein Mann frisst uns auf. Man geht in den Körper vom Mann hinein. Die Wissenschaftler wissen, die 9, 10 Monate, wo das Baby im Mutterleib ist. Aber wie lange die Seele im Körper vom Vater ist, wissen die nicht. Weil die nicht so weit denken. Weil die nur halt das verstehen, was sie mit ihren Mikroskopen sehen. Wie lange man dort im Körper ist, weiß man nicht. Und dann gibt es da Millionen von Samenzellen. Und da steckt überall ein Jiva drinnen. Eine Seele. Und wie viele kriegen einen Körper? Musst du dir mal vorstellen. Wie viele von diesen Millionen Samenzellen kriegen einen Körper? 1, 2. Und wir haben das bekommen. Irre, ne? Wenn man darüber nachdenkt, was wir für ein Glück haben. Denk mal drüber nach, was du für ein Glück hast. So viele haben das nicht und mach was aus dem Leben. Menschen haben das, ist Gottes Geschenk, diese menschliche Geburt. Gottes Geschenk. Aber niemand bringt dir bei, was du kriegen kannst. Das fehlt in unserer Gesellschaft. Deswegen sind die alle unglücklich. Weil sie nicht den kriegen können, weil niemand sagt, dass sie den bekommen können, der alle happy macht, der die Freude von allem Glück ist, der das Glück in Person ist. Jaya 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 Deva 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 Tribhuvana Mangala Divya Nama Deva Jaya 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 Deva Krishna Deva Shravana Mano Naya Namrita Vata. Alle Ehre sei mit dem Herrn. Jaya 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 Deva 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 Tribhuvana Mangala. Das ist das Glück für alle drei Welten. Divya Nama Deva. Sein Name ist göttlich. Krishna. Hare Krishna, ein göttlicher Name. Jaya 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 Deva Krishna Deva. Alle Ehre sei Deva, dem Herrn Krishna. Er ist Shravana Nayana Mano Abhina. Er ist die Freude, der Nektar für die Ohren, für die Augen, für den Geist, fürs Herz, für alle. Das wissen die Menschen nicht. Aber es ist so simpel. Er ist eh schon da.
Wir sind auch schon bereit. Es fehlt nur ganz wenig. Ne? Wir haben diesen menschlichen Körper schon bekommen, um Krishna zu verstehen. Wir haben so viel gemacht, dass wir den Körper bekommen. Krishna möchte, dass wir ihn verstehen. Weil er möchte, dass wir happy sind. So, ein bisschen was müssen wir auch noch tun. Nicht viel. Es ist nicht viel. Wir müssen ein bisschen barmherzig zu uns selber sein. Krishna ist so barmherzig zu uns. Er schickt uns, er gibt uns den Körper, er gibt uns die Sadhus, er gibt uns die Shastra, er gibt uns das Wissen, er gibt uns alles. Und nur den Weg muss selber gehen. Das kann niemand für mich machen. So, ein paar Gedanken. Die dritte. Wir haben noch ein drittes Symptom. Okay, das erste war, man sieht jeden besser als sich selber. Das zweite, man ist wirklich entschlossen. Man macht was für Krishna. Und das dritte ist dann automatisch, diese Welt verliert ihren Glanz und ihre Anziehung. Du verstehst, das kann da nicht das geben, was die Welt versucht, dir zu versprechen oder vorzutäuschen. Das ist alles Werbung, das ist alles Maya. Werbung macht man für Dinge, die keiner braucht. Ne? Ich habe gearbeitet in der Werbung, ich weiß es. So, Werbung macht man für Dinge, die kein Hund nicht braucht. So, diese Maya, das ist nicht das, was wir als Seele brauchen. Schaut nur so aus. Das kommt dann automatisch. Automatisch. Und diese drei Dinge, die kommen auch. Die gehen Hand in Hand auch. Und die kriegt man nur durch Barmherzigkeit. Und man muss sich einfach. Deswegen ist es eine Segnung, wenn einem das Leben mal einen Dämpfer gibt und man mal denkt, ich bin echt für nichts zu gebrauchen. Wenn man das vom Herzen denken darf, ich bin wirklich für nichts zu gebrauchen, dann kannst du zu Radharanis Lotusfüßen werfen und sagen, Hadevika Kumbhara Devacha Yajeni Patyabhuvidanda Vadupadati Asya Prashadam Abudasya Janasya Kritva Gandharvik Nijaganeganam Videhi. Oh, Devi. Mit Tränen, mit stockender Stimme, ich werfe mich einfach zu dir. Ha Devi Kakubara Gadgadayanta Vaja. Yacheni Patya Bhubi Dandavat. Wie ein Stab falle ich einfach auf die Erde vor dir. Asya Buddhasya Janasya Kritva. Gib diesem Dummkopf bitte deine Barmherzigkeit. Prashadam Abudasya Janasya Kritva. Bitte gib dem Dummkopf deine Barmherzigkeit. Und akzeptiere mich, Nijagana, in deiner Gruppe. Gananam Videhi. Bitte nimm mich auf in deine Gruppe. Zähl mich zu deinen Leuten, zu deiner Gruppe. Das ist so eine Segnung, wenn man denken darf über sich selber, dass man dumm ist. Wir denken ja die ganze Zeit, wir sind so gescheit. Wir sind gescheiter als die anderen, wir wissen alles besser. Ne? Aber so kommst du nicht nahe. Und wenn man wirklich denken darf, ich bin echt so dumm, mir bleibt nichts anderes über. Es gibt nur Prashadam, es gibt nur mehr Barmherzigkeit. Das ist ein Segen. Das ist ein echter Segen. Das ist Segnung von Guru, Segnung von Vaishnava, Segnung von Radha Govinda, Segnung von Govinda. Deswegen Chaitanya Mahaprabhu sagt, Trinada Pisa Nichena Tarora Pisa Ishna. Warum sagt er das? Weil das ist das, was uns trennt von Krishna. Und so, eigentlich, wir müssen nicht schauen, dass wir gescheiter werden, wir müssen schauen, dass wir dümmer werden. Wir müssen eigentlich schauen, dass wir wirklich komplett verstehen, dass wir echt ein Dummkopf sind. Meine, Dummkopf zu sein bedeutet ja nicht, nichts zu wissen. Ne? Ein Dummkopf ist jemand, der glaubt, der weiß es. Das ist der Dummkopf. So, wir müssen von dem wegkommen und wirklich verstehen, wir wissen gar nichts. Ich bin nutzlos, ich habe nichts gemacht. Alles, was ich gemacht habe, ist Störung für die anderen. Bhaktivinoda Thakur sagt, Amara Jivana, Sarapaperata, Nahiko Punyara Lesh. Mein Leben, was ist es? Nur Sünden. Und nur Störung für die anderen. Parere Udweg, Diyajijekato. Ich habe nur den anderen Probleme bereitet. Das ist alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Aber zum Schluss sagt er, das ist trotzdem, das ist dein Leben, ich habe es dir gegeben. Mach du, was du möchtest damit. Ne? Was auch immer passiert, wir sind Krishnas, wir gehören hin. Ne? Aber wenn man mit der Haltung kommt,
dass man versteht, ich bin echt das Letzte. Dann kommt man nahe zu Krishna. Krishna hört das Gebet. Krishna reagiert auf so ein Gebet. Aber es kann nur ehrlich sein. Samanjasatvavirahayakanshe. So ehrlich wie Krishna. Wenn man so ehrlich ist wie der Herr selber, dann kommt das Gebet an. Dann vermisst man den Herrn auch. Wenn man genauso offen ist, genauso ehrlich und so ist, wie man halt einfach ist, dann kommt es an, dann wird es echt. Dann beginnt spirituelles Leben. Dann wird es lebendig. Dann wird es echt. So. So alles ist Segen im Leben. So. Man kann sich selber beurteilen, wo man steht. Ne? Man kann sich da ganz gut beurteilen. Und dann sehen wir, zumindest in meinem Fall, wir haben ja dann nur noch begonnen mit spirituellem Leben. Bis jetzt haben wir nur versucht, besser zu sein als die anderen. Aber ist nicht der Weg. Ist nicht der Weg. So. Sadhu Kripa Vinayaro Nahika Upai. Ohne die Barmherzigkeit von den Sadhus kommst du ja nicht raus. Deswegen ist Sadhu Sangha so wichtig und so mystisch und so magisch und es funktioniert einfach. Und die Gemeinschaft braucht man, um die beten. Dass sie uns trotzdem, obwohl wir so unqualifiziert sind und wirklich, ich meine, was willst du machen in diesem Kali-Yuga? Mit diesem Kali-Yuga-Geist, mit diesem Kali-Yuga-Körper, in dieser Kali-Yuga-Gesellschaft, mit all diesen Kali-Yuga, wie sagt man da, Traditionen und alles, was willst du da machen? Das, ja, das Beste ist, ja, bete einfach zu Krishna. Das ist alles Barmherzigkeit. Und Krishna macht das Unmögliche möglich. Parameshwarata tatapitavadhika durgata gata navidhatri. Du bist Parameshwara, er ist der höchste Herr. Er kann alles möglich machen, so. Und wenn es Krishna nicht schafft, Radharani schafft es. Sie ist noch barmherziger als Krishna. So, das ist nice. Bhagavatam ist genau das, was man braucht. Immer. Und wenn man sich fixiert und verbindet mit diesem Bhagavatam, dann sind all diese Probleme dieser Welt kein Problem mehr, sondern ein Segen. Sonst, wenn du dich da einlässt auf diese Welt und versuchst herauszufinden, was richtig und falsch ist und was, vergiss es. Wer recht hat und wer nicht recht hat, dann bist du einfach in diesem Gunaprabaha, in diesem Strudel der Gunas drinnen. Und denkst du, was ist ein Sukham, Dukkam, ein Schaper, was ist ein Fluch und was ist ein Segen und was ist gut, was ist schlecht, was ist dieses, alles Maya. Alles Maya. Bhagavatam nimmt dich, egal wo du das Buch aufschlägst, es nimmt dich raus aus dieser Maya. Das ist die Segen. Die einzige Hilfe hier rauszukommen ist Krishnas Hilfe. Und in der Form von Bhagavatam kommt er in diese Welt, um uns zu helfen, weil sonst muss diese Welt so nehmen, wie sie ist, als Wirklichkeit. Das ist einfach heftig, ne? Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Nitai Gaur Sundarju ki jai, Srila Radha Shyam Sundarju ki jai, Gopremanande. Noch irgendwelche Fragen? Ja, wenn jetzt der Mann stirbt, was passiert mit den Seelen, die in den Samen sind? Wie gehen die dann hin? Die kommen noch einmal, musst du dir vorstellen, das geht noch einmal irgendwie. Okay. Nicht so einfach. Aber die kriegen keinen menschlichen Körper. Musst noch einmal irgendwie. Ja, wie Körper dann? Wie dann? Nicht sofort. Nur die eine, die kriegt keinen menschlichen Körper. Unglaublich. Wir haben das bekommen, wir sind uns nicht bewusst. Und die Seele geht dann. Ja, wieder irgendwie. Irgendwie. Es wird ja nochmal eine Runde im Samsara. Naja, denk mal drüber nach. Das ist ja der Punkt. Wir denken nicht drüber nach, wie selten das ist. Wir denken, wir sind Menschen, okay. Und was macht man? So wie die Menschen heutzutage aufwachsen, ist Wahnsinn. Einfach nur Computer und Videospielen und irgendwas und Kopf drücken, Pizza bestellen. Und was ist so, da braucht kein menschliches Leben dafür. Wir können den Herrn verwirklichen. Wir können uns selber verwirklichen. Wir können so viel machen. Dafür ist vedische Kultur da. Dafür sind Bhagavatam, Vedas, Guru, alles da.
Und dafür sagen die Vedas auch, diesen Ridhya Madhyam Sulabam Sudurlabam. Das ist Sudurlabam, das ist nicht nur selten, das ist extrem selten. Dieser menschliche Körper. Aber es ist extrem brauchbar, auch um diesen Ozean von Geburt und Tod zu überwinden. Das ist das Beste. Es geht nicht anders. Aber so selten. Und wenn nicht, dann gehst du noch einmal runter durch 8 Millionen verschiedene Lebensformen, weißt du nicht. Wir sind nicht zum ersten Mal in dieser Welt. Wir sind das Milliardenmal schon Geburt genommen. Milliardenmal. Jedes Mal dasselbe Theater. Willst du es nochmal haben? Denk drüber nach. Und wenn nicht, wenn du es nicht nochmal haben willst, was machst du, was bist du bereit dafür zu geben? Dann denkt man drüber nach. Okay, was bin ich bereit? Dann macht man Fortschritt. Okay, dann in dem Leben. Jetzt gebe ich alles, was ich kann. Gib mir jetzt meine Natur, aber ich gebe es. Halt nichts mehr für mich. Wozu auch? Das Ergebnis ist immer dasselbe, man muss nochmal in diese Welt kommen. Nochmal Geburt nehmen. Das ist kein Spaß. Wenn man älter wird, kann man sich zurückerinnern an jahrzehntelang kein Spaß. Das Leben ist einfach jahrzehntelang. Es ist ein bisschen Spaß dazwischen auch, aber es darf. Das willst du nochmal haben, bitte. Wenn du es nicht haben willst, dann mach was. Es ist nie zu spät. Nie zu spät. Ne? Das sind unglaubliche Gedanken. Denkt keiner drüber nach. Mhm. Kinder, denen sagt das niemand. Ja, das ist fast niemand. Was niemand weiß. Ja, ich sag schon, gell? Yes. Mama. Ich bin glücklich, dass es keinen deutschsprachigen Satzang jetzt gibt, sonst ich schaue auf Satzang im Hindi und dann übersetze Kinder. Ja. Yeah. Nein, die Kinder, die verstehen schon. Die verstehen, die sind noch ein bisschen reiner. Ja. Aber die werden dann zugemüllt von dieser modernen Bildung. Ja. Die brauchen diese Art von Bildung auch. Nämlich, wer bin ich? Was mache ich da überhaupt? Wozu existiere ich überhaupt? Was ist der Sinn des Lebens? Das sind so essentielle Fragen. Keine Universität lehrt das. Das ist doch verrückt, oder? Da gibt es 100.000 Lehrveranstaltungen auf einer Universität und kein einziges sagt dir, wozu du existierst. Vielleicht Philosophie. Ne? Ja, die spekulieren darüber. Ja, die haben verschiedene Meinungen. Genau. Aber niemand sagt dir Klartext. Ja. An den Vedas sagen dir ganz klar, was du hast. Bhagavatam sagt ganz klar, Krishna selber sagt ganz klar, wozu wir da sind. Ne? Ganz klar. So, das fehlt. Definitiv, das fehlt. Ne? Emil, das ist wieder ein eigenes Thema. Das Wissen ist da. Ne? Nur das Wissen ist da. Das Wissen ist da, nur es ist nicht jedem zugänglich. Auch wenn es für jeden da ist, aber trotzdem nicht jeder. Das wollen auch nicht alle haben. Ne? In der Gita, Krishna sagt, Manushanam sahasra shuka shtidyatati siddhaya tatama pisidhanam kaschin maam veti tatata. Von tausenden Menschen, Manushanam sahasra kaschidyatati siddhaya, einige von tausenden bemühen sich um Siddhi, Vollkommenheit, um Selbstverwirklichung. Das sind nur immer ein paar. Auch wenn es jedem zugänglich macht, es werden nur ein paar zugreifen und das akzeptieren. Das ist normal. Da hat man Glück, wenn man schon, da ist man vom letzten Leben schon einfach bereit, das möchte ich jetzt haben. Ja, aber es gibt nichts Freudvolleres als Selbstverwirklichung. Weil man verwirklicht sich selber, Satchitananda. Es gibt nichts Schöneres, als zu sich selber zu kommen, weil der Krishna ist auch dort. In jedem Herzen, jedes Herz ist ein Tempel. Jedes, egal ob es ein Materialist ist, ob es ein Christ ist, ein Muslim, ein Jude, ein Hindu, ein Devote, ein Non-Devote, jedes Herz ist ein Tempel Gottes. So, es gibt nichts Schöneres, als den Tempel dort zu besuchen und die Verehrung in dem Tempel zu machen. Es gibt nichts Schöneres für die Seele. Das sollte man sich selber gönnen. Warum soll man so geizig sein zu sich selber und sich nicht das Beste gönnen, was es gibt?